Mein Name ist Bormann. Ich bin Lehrer. Ich habe das Tuch mal runtergezogen, bevor ich Sie jetzt erschrecke. Puh! Dieses Tuch habe ich mal geschenkt bekommen beim Marathon. Steht auch drauf hier, ne? Also wie Sie sehen, es ist sehr flexibel. Man kann das sehr schnell hochziehen. Man kann es sehr schnell einsetzen im Supermarkt. Das ist absolut praktisch. Kann ich Ihnen nur empfehlen. Geht doch als Maske. Hier in Berlin werden Sie damit nirgendwo angemeckert. Da gibt es andere Leute, die haben viel schlechtere Masken als dieses Läufertuch. In der Zeitung lese ich heute Morgen wieder Corona-Partys und so. Klar machen junge Leute Partys. Also das haben die den ganzen Sommer über gemacht, war völlig unproblematisch. Und nur weil Frau Merkel nicht versteht, dass wir eigentlich kein Problem haben mit den aktuellen Infektionen, falls es sie überhaupt gibt, muss man auch noch dazu sagen, werden junge Leute nicht aufhören, einander lieb zu haben, Musik zu hören, ein Bierchen zu trinken und zusammen zu sein. Und das sollen sie auch nicht. Also die Aufgabe einer Regierungschefin besteht darin, die Bevölkerung zu informieren. Und weil sie das nicht tut, tue ich das immer wieder und jeden Tag. Und ich sage ganz einfach, das, was da an Infektionen in der Zeitung steht, sind keine Infektionen. Und die Infektionen, die wir im Lande haben, die sind an anderer Stelle. Es sind vielleicht sogar andere Infektionen. Die werden vom HNO-Arzt festgestellt und nicht von pilgernden, angelernten Gesundheitsamtsmitarbeitern oder vom Militär. Das ist alles Quatsch, das brauchen wir nicht. Also, HNO-Arzt stellt fest, jemand hat einen Schnupfen, ja, macht dann obendrauf diesen Test und sagt dann, okay, schätze ich so und so ein, das geht als Infizierter durch. Okay. Das wäre sauber und das können Sie dann meinetwegen auch Infizierten nennen. Das, was wir ja aktuell in diesen Massentests feststellen, das sind Übereinstimmungen mit irgendwelchen Genschnipseln, die in unseren Körpern herumlungern und das hat nichts damit zu tun, dass da eine Infektion festgestellt wurde. Wer das behauptet, gehört sicherlich nicht zu den Experten, die ich seit Monaten höre und die es sehr genau erklären können, was dort passiert. Nehmen Sie doch einfach mal den Herrn Bakhti als Berater, Frau Merkel. Dann ist dieser ganze Spuk in ein paar Tagen vorbei. Wir gehen alle normal zur Arbeit, wir gehen alle normal in Restaurants. Wir werden nicht in Hausarrest gesperrt. Sie müssen kein Militär im Inneren des Landes einsetzen. Das stinkt doch alles. Sie sind, also spreche ich die schon direkt an. Also Frau Merkel ist keine Virologin, sie ist keine Epidemiologin, sie sucht sich schlechte Berater, sie hat einen Tierarzt als Chef des RKIs. Es ist komplett von vorn bis hinten inkompetent, das ist für jedermann sichtbar. Und deswegen ist diese Inkompetenz abzustellen, auf welche Weise auch immer. Ich sage das jetzt ganz freundlich und bestimmt, ich möchte, dass diese Inkompetenz aufhört. Sie ersetzt wird durch eine fachliche, inhaltlich sachliche, richtige, wissenschaftliche Beratung. Bitteschön.